Ja, ich grüße euch alle im Namen Jesu Christi und bin froh, dass wir uns heute hier versammelt haben. In der Zeiten, wo die Leute Menschen kaum sehen, einige fingen an, wieder in die Kirchen zu gehen. Ja, es ist schön. Es gibt immer positive Punkte in jeder Krise sozusagen. Ich möchte heute uns über ein sehr bekanntes und, sage ich mal, geläufiges Thema ein paar Gedanken mit euch teilen. Und zwar, lass uns Matthäus Evangelium Kapitel 5, Vers 20 aufschlagen. Kapitel 5 ist 5, 6. Bis Kapitel 7. Nee, sogar bis Kapitel 8. Also diese drei Kapitel, das ist Bergpredigt von Jesu und ist sozusagen die Quintessenz des Evangeliums. Matthäus 5,20 sagt Jesus, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und Luther sagt, dieser Vers hat Luther übersetzt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten. Ja, also Pharisäer ist ein sehr bekanntes Wort und eigentlich ein Thema, was wir so gerne immer wieder denken, reden. Und es ist im Sprachgebrauch der Gesellschaft, ja, also fast in jedem Land und jeder Nation, das Christentum, wo Christentum, sage ich mal, eine Wirkung oder ein Einfluss hat, ist das Wort bekannt. Ja, also wenn man Pharisäer sagt, meistens sind gleich Worte wie Heuchler oder Selbstgerechte oder sonst noch was, also alles in diese Richtung gemeint. Und es wird auch draußen in der Welt auch sehr oft verwendet, ja, das Wort. Und also über Pharisäer ist eigentlich sehr viel geschrieben und vor allem in Evangelien, also fast ausschließlich in Evangelien. Man findet über Pharisäer fast gar nichts im Alten Testament und das ist auch nicht verwunderlich, weil diese Gruppierung ist in der zwischentestamentlichen Zeit entstanden. Die Pharisäer waren eigentlich eine Erweckungsbewegung. Und zwar, die haben gekämpft gegen Einfluss von Hellenismus, also als Griechen und Alexander der Große Griechenland und diese hellenistische Kultur, also griechische Kultur, verbreitet hat. Er hat geglaubt, dass er die Zivilisation ausbreitet, ja, und diesen barbarischen Völkern, die ja, sehr unentwickelt sind, sehr primitiv. Er hat versucht natürlich, das zu sagen, ey Leute, ich habe was Besseres in meinem Gepäck und ich möchte euch da weit nach vorne bringen. Und einige Nationen haben das angenommen, aber die Juden waren schon sehr, sehr dagegen und skeptisch. Klar, einige haben sich angepasst, andere haben dagegen gekämpft. Und die Pharisäer waren solche, also das waren einfach Gruppierungen von Menschen, die gesagt haben, nein, das wird mit uns nicht klappen, wir werden nicht dieser Kultur folgen, wir werden diese Bräuche nicht praktizieren und wir werden auch ganz anders leben und allgemein, diese Menschen sind unrein, weil sie bringen auch Unreines und die haben zum Beispiel Sport und die haben gesagt, also Sport so verbreitet,
Kultur des Körpers, das war sehr wichtig für die Griechen. Also eigentlich, was heute so der Fall ist, immer noch. Ja. Die haben gesagt, es ist sehr barbarisch, dass die Juden sich beschneiden und viele andere Dinge. Ja. Also sie haben wirklich dagegen gekämpft, also gegen die jüdische Kultur, also gegen, sage ich mal, Judentum. Und dort ist natürlich, gab es eine Gegenreaktion. Ja. Und diese Menschen waren an sich eigentlich gar nicht so schlecht. Also Erweckungsbewegung, das kennen wir auch so. Ja. Die Pfingstbewegung ist auch eine Erweckungsbewegung. Ja. Und andere Bewegungen, die wir kennen, die sind irgendwann mal entstanden als Reaktion auf irgendetwas und haben sich dann entwickelt. Und am Anfang gab es immer sehr gute Vorsätze, gute auch Erfahrungen und so weiter. Aber mit der Zeit, also wenn so Zeit vergeht, besteht die Gefahr, dass man sich sozusagen institutionalisiert, das heißt, es entstehen einfach Bräuche, entstehen auch eigene Vorstellungen und so läuft das. Aber wie gesagt, das ist nicht nur die Pfingstbewegung, es ist jede Bewegung, fast jede Bewegung. Ja, so. Aber hier sehen wir, dass Jesus einfach sehr, sehr kritisch mit Pharisäern da umgeht und es gibt sehr viel Konfliktpotenzial, also die sind immer im Streit. Und also die Evangelien beschreiben das und geben uns das Bild. Und wenn wir lesen, wir haben immer schon eine sehr, wir sind schon abgeneigt, ja. Und wir denken, wir kennen das Pharisäertum. Und ich möchte heute einfach ein paar Charaktereigenschaften von so einem Pharisäer unter die Lupe nehmen und betrachten, weil Jesus sagt hier, also die Gerechtigkeit von Pharisäern, die reicht nicht aus, um in den Himmelreich und in das Himmelreich einzugehen oder beziehungsweise ja einfach, wir verstehen das so, das reicht einfach nicht, ja, aufgrund von diesem von dieser Aussage von Jesus, aufgrund von diesem Bibelvers. Das muss uns wirklich klar und deutlich sein, wenn wir das erreicht haben, was die Pharisäer erreicht haben, das reicht nicht, es ist nicht genug. Klar, es gibt viele Bibelstellen, also man kann wirklich stundenlang das füllen, deswegen werde ich nur auf drei Eigenschaften von Pharisäern eingehen und einfach mit euch das teilen und zusammen betrachten und ein bisschen nachdenken und reflektieren. Zuerst möchte ich, dass wir Lukas Kapitel 6 aufschlagen. Lukas 6 ab Vers 1. Es geschah aber, dass er am zweiten Schabbat nach dem ersten durch die Kornfelder ging und seine Jünger streiften Ehren ab, zerrieben sie mit den Händen und aßen sie. Da sagten etliche von den Pharisäern zu ihnen, warum tut ihr, was am Sabbat oder Schabbat nicht zu tun erlaubt ist? Pharisäer sind, wie sagt man heute, Schlaumeier, Besserwisser. Ja? Die wissen alles, was richtig ist und was falsch. Sie können ganz genau sagen, wo du falsch liegst. Und die sind damit beschäftigt, zu betrachten, wer was falsch macht. Besserwisser. Ich weiß, wie es läuft oder wie es laufen muss. Ich weiß, wie man richtig predigt. Ich weiß, dass der hier, der kann das gar nicht. Warum steht überhaupt vorne?
Ich weiß, wie man richtig singt. Ich weiß, wie man richtig betet. Ich weiß, wie man handelt. Ich weiß einfach. Das ist die Einstellung von einem Pharisäer. Die haben immer beobachtet, was Jesus und seine Jünger so tun. Und wenn wir das in der Schrift lesen, dann sehen wir, die kommen plötzlich immer um die Ecke und sagen, hey, was macht der da? Ihr dürft gar nicht das machen. Jesus geht mit seinen Jüngern in ein Haus vom Zöllner und dann sagen sie, warum ist er dort? Er darf keine Gemeinschaft mit denen haben, das sind Sünder. Wenn die Jünger von Johannes fasten und die Pharisäer fasten auch, dann kommen sie zu Jesus und sagen, wir fasten, warum fastet er nicht? Jetzt ist die Fastenzeit. Die wissen einfach alles. Ja. Und das Problem ist nur, ich weiß alles, aber ich tue es nicht. Ja. Jesus sagte, denn sie sagen zwar, tun aber es nicht. Das ist in Matthäus 23. Man kann sehr viel wissen. Man kann auch sagen, ja, der macht es falsch oder diejenige hat es nicht richtig gemacht und sie haben keine Ahnung und ich weiß es, wie es besser geht. Aber das ist genau die Eigenschaft von Pharisäer. Er weiß zwar, wie es läuft oder er weiß zwar, wie man es richtig macht, aber selbst ist er nicht immer dabei, ja. Natürlich, die haben auch gefastet. Natürlich, die wussten, wie man Sabbat einhält und haben auch versucht, das zu tun. Aber sehr viel, was sie gesagt haben, haben sie es gar nicht erfüllt. Haben sie gar nicht, sozusagen, waren gar nicht in der Lage. Und deswegen sagt auch Jesus, sie machen die Gesetze und alles so schwer für die Leute, eine Last. Ja? Und selbst tun sie das gar nicht. Und meine Frage ist, vielleicht sind wir auch so manchmal, ja, dass wir sagen, ja, ich weiß, wie es richtig ist. Und ich habe schon öfters mal gehört, dass die Leute gesagt haben, ja, warum sind bei uns solche Prediger, ja, die können ja nichts. Die soll mal irgendwo schicken, dass sie sich bilden lassen. Und sie sind gar nicht so weit gebildet, ihr theologisches Wissen ist sehr begrenzt und sie sind rhetorisch auch schlecht und so weiter. Und dann fragst du, kannst du das bitte machen? Kannst du bitte einspringen und helfen? Nee, ich bin dafür gar nicht geeignet sozusagen. Ja. Das Gleiche gilt auch für Singen, ja, oh, die singen so schlecht, oh, dieser Chorleiter, der macht das falsch oder das macht er nicht richtig. Ja, gibt es da noch andere, die das machen können? Nee, keiner da. So, wir verurteilen sehr schnell die Menschen, die etwas tun. Und das ist auch ziemlich einfach, weil die Menschen, die etwas tun, die sind sichtbar. Ja. Die sind präsent. Und die stehen sozusagen gleich vorne und werden natürlich sofort wahrgenommen und werden auch dann gleich kritisiert, ja, wer was falsch macht, ja. Oder wenn jemand zum Beispiel irgendeine Aktivität macht oder sei es Jugendarbeit, sei es Evangelisation, dann kann man richtig hinsetzen und alles aufzählen, alles was falsch läuft, ja, das läuft nicht richtig, das läuft falsch, da kann man besser machen. Aber wenn dann ein Aufruf kommt, Leute, wir brauchen hier jemanden, ja, der da einspringt, plötzlich ist ganz still da. So, das ist dieser erste Eigenschaft, schlau mal Besserwisser. Ich weiß, aber ich tue es nicht, weil ich keine Zeit habe, weil ich dafür nicht geeignet bin. Weil ich einfach
ja, ich habe andere Prioritäten einfach im Leben, ja. Man versteht sehr schnell, wenn man richtig, wenn man alles professionell und auf sehr hohem Niveau machen will, das braucht sehr, sehr viel Zeit und Energie. Tage, Wochen, Monate, Jahre investieren Menschen, um einfach ein Produkt sozusagen so zu liefern, dass alle zufrieden sind. Ja? Und die Leute möchten das einfach nicht. Ja? Man erwartet, dass die anderen das machen. Ja, man erwartet, dass die anderen alles richtig machen, dass die anderen Liebe haben, dass die anderen gut mit mir umgehen. Die sind so unfreundlich, die anderen. Bist du freundlich? Die merken mich gar nicht und er hat mir kein gutes Wort gesagt. Sagst du gute Worte zu anderen Menschen? Sag ich, mach ich. So, das ist die Problematik, was Jesus hier mit Pharisäern hatte. Ja. Egal, was er ihnen gesagt hat, sie haben das nie angenommen. Ja. Er hat sie wirklich in die Ecke gestellt, mehrmals. Und sie konnten nichts antworten. Sie haben keine Antwort parat. Ja. Also, er hat sie wirklich gedrängt mit seinen Fragen. Aber das war die Reaktion. Sie haben ihn gedrängt die ganze Zeit. Und dann irgendwann hat er gesagt, okay, ich werde euch fragen. Kennt ihr diese Frage, ja? Sie kommen zu ihm und sagen, mit welcher Macht, aus welcher, ja, wer hat dir die Macht und Autorität gegeben, das zu tun und das so zu leben und zu reden, so, ja? Und sagte, okay, ich werde euch auch fragen. Und dann fragt er, der Johannes seine Taufe, und Johannes selbst, war er von Gott oder von Menschen? Und sie haben gesagt, wir wissen es nicht. Wir sagen dir nicht. Und er hat gesagt, okay, ich sage euch auch nicht. Ja. So, Jesus hat sie auch irgendwann zum Schweigen gebracht, aber er hat sie nicht dazu gebracht, dass sie gesagt haben, es tut uns leid, wir lagen falsch. Ich denke, dass Pharisäertum oder dieses Phänomen ist viel, viel schlimmer als ein Sünder, der sagt, ich bin ein Sünder. Weil einen Sünder kannst du zur Buße führen, aber einen Pharisäer sehr schwer. Warum? Weil er weiß alles besser. Sehr schwer kann man jemanden erziehen, ausbilden, wenn der sagt, ich weiß das schon. Ich war mal auf eine, habe einen Kurs gemacht im IT-Bereich und wir waren dort alle und der Lehrer fing an, das zu erklären, ein Thema, und dann haben die Leute gesagt, wir wissen das schon alles. Ja. Kannst du bitte dann weiter nach, also etwas höher gehen? Diese Grundlage haben wir. Und er hat gesagt, ihr wisst noch gar nichts. Ihr denkt, dass ihr wisst, ihr denkt, dass ihr Grundlage habt, aber es ist keine Grundlage, was ihr habt. Ja. Das ist nur so hin und her, so Kleinigkeiten. Ich werde euch wirklich jetzt erklären. So, und er hat weiter erklärt und dann fingen wir an zu verstehen, dass er recht hat. Ja? Er hat gesagt, euer Wissen ist sehr lückenhaft und sehr oberflächlich. Ihr müsst erstmal das zur Seite legen und einfach dem folgen, was ich euch erzähle. So, dieses besser Wissen, schlauer Meier, es ist das größte Problem überhaupt. In einer Kirche, in einer Gesellschaft, in einem Kreis, egal wo, ja. Du kannst diese Menschen sehr schwer zur Sinnesänderung führen, ja, damit sie verstehen, wir sind falsch. Und deswegen waren diese Menschen weitaus das größte Problem für Jesus als die Sünder. Und letztendlich, das waren die Menschen,
die dann zusammen mit Priestern dazu, also Jesus dazu gebracht haben oder haben einfach nicht Jesus, sondern Herodes, Pilatus und alle, die dort waren, dazu gebracht, dass er gekreuzigt wurde. Also sie waren Mitwirkende. Ja. Sie haben gemerkt, er ist nicht mit ihnen, er ist gegen sie und sie können gar nichts dagegen tun. Und was machen wir mit solchen Menschen? Wir müssen diese Menschen wegmachen, ja, töten. So, dieses Besserwisserei, ich weiß alles, ist sehr gefährlich und sehr destruktiv. Das macht Menschen kaputt und letztendlich die Menschen bleiben in diesem Sumpf ihr Leben lang und kommen gar nicht mehr raus, können gar nichts Neues lernen und gar nicht verstehen, dass sie vielleicht falsch liegen. So, erste Eigenschaft von einem Pharisäer, er weiß alles. Zweitens, ich weiß zwar alles, aber ich tue nicht alles. Warum? Ich bin ja kein Profi. Ja. Es gibt andere, die sollen das tun. Die sind dafür eingesetzt worden. Die sind dafür, also die machen das, das ist ihre Berufung. Und wenn sie das machen, dann sollen sie schon richtig machen. Ja. Also man weiß, wie es richtig ist, ja. Aber wenn man weiß, dass es, wie es richtig ist, warum tut man selbst nicht dazu beitragen? Ja? Sagen, weißt du was? Ich kann doch auch was machen in diesem Bereich. Ja? Ich werde mal mich online auf irgendeinen Bibelkurs anmelden und so ein paar Wochen jeden Abend 2 Stunden sitzen und lernen. Dann werde ich mir einen Kurs, wie man predigt, eineignen. Ja. Ich fahre irgendwo hin, ich zahle vielleicht 2000 Euro für eine Woche. Und was, 2000 Euro? Hä? Es ist so teuer. Ich mache Urlaub in dieser Woche. Ja. So, dann werde ich mal einen Kurs besuchen, wie man richtig redet. Ja. Rhetorik. Und ich werde mich so weiterbilden lassen und dann werde ich einfach hier zeigen, wie es richtig geht. Wisst ihr, und das ist genau der Punkt. Wenn ich weiß, wie es besser geht, dann tue ich das auch. Dann kann ich das nicht mehr einfach aussitzen und sagen, nee, weil das so schlecht läuft, komme ich gar nicht, ja, zur Kirche. Es läuft schlecht. Nein, ich sage, nee, ich werde kommen und ich werde zeigen, wie es richtig geht. Wenn du so sicher bist. Wenn wir so sicher sind. Ja? Die zweite Eigenschaft, ich weiß alles, aber ich tue nicht. Matthäus 23, denn sie sagen es zwar, tun es aber nicht. Die dritte Eigenschaft, Lukas 18, komm, lass uns aufschlagen, Lukas 18. Ab Vers 1, er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist. Nein, Entschuldigung. Vers 9, 18, 9. Er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Es gingen 2 Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so, O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Dann listet er alles auf, was er so tut.
Und wir wissen, was dann der Zöllner betet, sagt: Oh Gott, sei mir Sünder gnädig. So, die dritte Eigenschaft, selbstgerecht. Übrigens, es gibt Menschen, die nicht sagen, ich bin alles Besserwisser, aber die sind selbstgerecht, ja, ist auch Pharisäer. Ich habe sehr oft gehört, dass einige sagen, ich bin so froh, dass mir die ganze Wahrheit offenbart ist, nicht wie die anderen in anderen Kirchen. Ja. Das habe ich gehört. Ich habe gehört, wie die Leute so beten. So nach dem Motto, danke, dass ich ein Pfingstler bin. Wisst ihr, das ist genauso wie hier. Es ist einfach Hammer, muss ich sagen, wenn ich das höre. Ja. Das ist eine verachtende Einstellung zu den anderen Menschen, zu den anderen Christen. Ich danke, dass ich sagte, Gott, ich danke, dass ich gerecht bin, ja, nicht wie dieser oder jener. Allein das zu denken ist schon falsch. Wir sind wie diese Zöllner hier. Gott sei mir gnädig. Beschäftige mit dir, mit sich selbst. Ja. Wie lebe ich? Wie wandle ich? Wie kann ich aus diesem Sumpf, wo ich gerade bin, rauskommen? Ja? Und nicht so auf einem Podest stehen und sagen, oh, diese anderen Christen, die sind so armselig. Ja? Ich bin so gut. Ist genauso schlecht wie selbst die selbst Besserwisser. Ja? Vielleicht ist es auch gehört zum besseren Wissen. Ja? Ich weiß alles, mir ist alles offenbart. Habe ich auch mal gedacht. Und vor allem, ich habe gedacht, wo ich noch ganz jung war und noch gar nichts wusste, ja? Dachte ich, oh, ich weiß alles. Ja? Ich weiß alles besser. Und dann vergehen die Jahre, dann triffst du dich mit vielen Menschen, mit vielen Christen aus anderen Gemeinden und dann merkst du plötzlich, oh, es gibt doch andere Menschen, es gibt andere Christen und die sind nicht schlechter als ich, ja? Die sind vielleicht besser als ich. Und dann vergehen noch Jahre, du guckst noch weiter und sagst, ja, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich möchte, dass ihr mich richtig versteht. Und ich glaube, nach all den Jahren, wo wir da sind, habt ihr gelernt, mich richtig zu verstehen. Ich möchte nicht die Gemeinde schlecht reden. Ich möchte nur, dass wir diese Worte Jesu ernst nehmen, der sagt, wenn unsere Gerechtigkeit nicht das hier übersteigt, werden wir nicht in den Reich Gottes eingehen. Dieser Stolz, dieses Besserwissen, dieses Ich weiß alles, mir ist alles offenbart und so weiter, das ist Besserwisserei. Das ist Pharisäertum. Wir sollen lernen, andere Menschen auch zu sehen und zu sagen, ja, vielleicht kann ich auch von denen was lernen. Vielleicht gibt es etwas, was ich nehmen kann und anwenden kann. Ich könnte ein paar Beispiele erzählen, aber ich denke, die Zeit reicht nicht aus. Ich habe festgestellt, wenn man in einer Gemeinde über Pharisäer redet, dann sitzen wir alle und denken, ich weiß, wer das ist hier. Ja. Der da, die da. Wir wissen schon, wir haben schon die Liste von Menschen, die wir sagen, das passt zu denen hundertprozentig. Und das ist nur das Problem Nummer eins. Ja. Ich muss prüfen, wo stehe ich. Vielleicht bin ich schon seit 100 Jahren ein Pharisäer, ja, und merke das gar nicht.
Lass uns wirklich schauen, wie stehe ich da? Ja? Wie wandle ich? Wie handle ich? Wie denke ich? Habe ich wirklich so eine Einstellung? Verachte ich andere? Oder gebe ich nur die Ratschläge, wie es besser läuft, ja? Oder laufen muss? Und wenn was zu tun ist, bin ich gar nicht da. Wisst ihr, das ist ein sehr, sehr vielseitiges Phänomen, sage ich mal so, ja, das Pharisäertum. Und das größte Problem ist, das ist religiös, ja. Diese Menschen sagen nie, ich bin ungläubig, ja, ich bin ein Atheist oder ja, ich bin gottlos. Nein, diese Menschen sind manchmal sehr, sehr gerecht. Die sind sehr, sehr heilig, ja, wenn man so sieht, ja, so scheinheilig, ja. Aber wenn man so richtig in die Tiefe geht, merkt man, ja, da endet das sehr schnell. Und ich denke, dass es ein Stück davon steckt in jedem von uns. Und das ist so eine Erscheinung. Das heißt, irgendwann, irgendwo erwischen wir uns dabei, ja. Wenn wir alleine sind und nicht in der Gemeinde, ja, wenn wir in der Familie sind und keiner sieht uns, ja, diese doppelte Standards, ja, also diese zwei Welten. Wenn wir dann am Mittagstisch sitzen nach dem Gottesdienst und gehen den Gottesdienst durch und sagen, der und die haben es da. Hast du gehört? Hast du gesehen, was der gesagt hat? Ja. Und dann tun wir das alle so verurteilen oder einfach ja, kritisieren ständig. Ja. Das steckt wahrscheinlich in jedem von uns. Ja. Und die Tugend ist, das in sich selbst zu sehen. Ja. Nicht zu denken, ja, ja, ich weiß, wer das ist. Ja. Ich habe schon meinen Namen hier. Nein. Dann genau das zeigt, dass du vielleicht einer davon bist. Weil die Pharisäer haben nur geguckt, was die Jünger und Jesu falsch machen. Ja? Haben versucht, sie dazu zu fangen. Du machst es nicht richtig. Das. Also sie hatten keine Zeit für sich. Ja? Sondern ihre Zeit haben sie investiert, andere zu erforschen. So Menschenforscher. Lass uns das wirklich zu Herzen nehmen. Denn Jesus sagt, es ist genauso, also das sind auch, also diese Kriterien sind genau gleich für das Reich Gottes, wie wenn jemand sagt, ich bin ein Ehebrecher oder sonst noch was. Die werden auch nicht in das Reich Gottes eingehen, aber genauso die Pharisäer. Er sagt, diese Gerechtigkeit hier reicht gar nicht. Ja. Das reicht nicht. Es muss mehr sein. Und mehr sein bedeutet in diesem Fall, ehrlich zu sein, zu sich selbst. Zu sehen, wo, in welche Kategorie passe ich hier? Wo bin ich da? Interessant ist auch, wenn du solche Leute fragst, die sagen, die anderen, das sind die Pharisäer. Und ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich habe mit einem gesprochen, mein alter Freund, wir waren zusammen in einer Gemeinde und ich habe vor einem Jahr habe ich mit ihm gesprochen, wir haben lange nicht gesprochen miteinander, und dann habe ich mit ihm gesprochen, habe dann gefragt, wo bist du, bist du in einer Gemeinde? Und er hat gesagt, nein, ich gehe in keine Kirche. Das sind alle Heuchler, das sind alle Pharisäer. Ich sage, okay, und wer bist du? Oh, ich hatte gesagt, ich suche Gerechtigkeit, ich suche, dass es gerecht läuft, ja, dass es fair ist. Dieses Fair-Suchen, ja, so wie die Kinder, die gucken immer, ob das fair oder unfair ist. Ja. Wenn mehrere Kinder in der Familie sind, ja, und wenn du nur irgendetwas, nur Kleinigkeit tust für ein Kind und für das andere nicht, dann sind sie schon da und sagen, das ist nicht fair. Das wisst ihr ja doch, ja, die Familien haben. Das sind die Besten übrigens, ja.
Du musst gar nicht dich drum kümmern, was fair und was nicht fair ist. Die werden das alles erklären. Das ist eigentlich große Hilfe. Musst dir gar keinen Kopf zerbrechen. Ja. So, und die Pharisäer sind genauso. Ja. Die kommen und sagen, das ist nicht fair. Wir fasten, du nicht. Das ist nicht fair, ja, so. Und genauso wie meinem bekannten Freund sagt, ich suche das, was fair ist, ja. Das ist alles nicht fair, was da abgeht. Dann haben wir noch gesprochen und dann kam heraus, wow, es ist schon ein sehr schwerer Fall, sage ich mal, ja. Eine absolute Glaubenskrise, wo er gerade steckt. Ja. Viele Menschen, viele Christen sind leider abgedriftet von Gemeinden, ja, weil in Gemeinde musst du dich einfügen in irgendeine Struktur. Ja. Du musst mitwirken und die Leute wollen das einfach nicht. Ja. Die wollen nur so gute Tipps erteilen. Ja. Meine Bitte oder mein Aufruf zu uns allen ist, lass uns in dieser Gemeinde hier, in der Zeit, nicht nur sagen, ich weiß alles, ich weiß besser, ja, sondern wirklich da mitwirken. Ja, und nicht auf die anderen mit Verachtung schauen, ja, auf die anderen Christen. Einfach demütig sein. Wenn wir sehen, dass die anderen etwas besser tun, ja, etwas praktischer machen, ja, wir können davon auch lernen. Ich denke, wir sind schon auf dem guten Pfad, ja, in diesem Bereich, dass wir sagen, ja, wir lernen auch von anderen, ja. Aber es könnte vielleicht noch ein Stück besser werden, meiner Meinung nach. Möge Gott uns offenbaren, jedem Einzelnen von uns, mir auch, wo das noch in uns steckt, ja, diese Erscheinung von diesem Pharisäertum, ja, dass wir davon uns ganz befreien, ja, dass wir wirklich das bekämpfen in uns, nicht über die anderen, sondern über sich selbst und sich selbst kritisieren, lernen. Amen.